Guten Morgen, liebe Damen und Herren. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Espresso-Runde mit Dirk Arendt. Und unser heutiger Gast ist Professor Dr. Melanie Volkhammer. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen. Bevor wir anfangen, lassen Sie mich die beiden noch einmal kurz vorstellen. Professor Dr. Melanie Volkhammer arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie, im Institut für angewandte Informatik und formale Beschreibungsverfahren. Und hier leitet sie die Forschungsgruppe Security Usability Society. Ein Schwerpunkt in ihren Forschungen ist der Human Factor. Und dazu passt auch das heutige Thema der Espresso-Runde. IT-Security kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Wie schafft man Awareness bei den Mitarbeitern? Gastgeber der Espresso-Runde ist Dirk Arendt. Er ist Leiter des Public-Sektors bei Trend Micro. Und Dirk, ich glaube, du hast heute mindestens drei Gründe für einen nahezu perfekten Start in den Tag für dich. Du kannst jetzt gleich über IT-Sicherheit sprechen mit einer überaus kompetenten Gesprächspartnerin und du kannst sogar dazu noch ein Espresso trinken. Und damit übergebe ich das Wort an euch. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen, Melanie. Morgen, Melanie. Wir hatten im Vorgespräch schon eine Menge Spaß und ich hoffe, dass wir den Spaß mit dem ernsten Thema so ein bisschen übertragen können. Es wurde nicht nur Kritik an meinem Hemd geäußert von den beiden Damen, sondern wir hatten auch so ernsthafte Punkte, die wir angesprochen haben. Melanie, vorab mal ganz kurz, bist du morgens Tee, Kaffee oder wirklich Espresso-Trinker? Nee, tatsächlich starte ich mit einem Latte Macchiato und eher nachmittags zum Essen ein Espresso. Das ganze Konzept hat so eine Challenge. Wenn ich jetzt hier den Espresso trinke, dann ist der meistens schon kalt. Also eigentlich müsste ich ins Büro und müssen mir ab und an mal einen kleinen Schluck bringen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Zum Warmwerden und wenn man so ganz kurz nochmal die Frage, Koalitionsverhandlungen beginnen gerade, Digitalministerium, ja oder nein? Wie ist da deine Meinung? Also wir brauchen mehr Kompetenz im Bereich Security, ob das jetzt im Digitalisierungsministerium ist oder bei existierenden Sachen ist, also wäre für mich jetzt nicht so wichtig. Ich habe nur den Eindruck, wir schaffen gerade an vielen Stellen, aber wir müssen eigentlich viel mehr tun, dass von unten angefangen die kompetenten Menschen ausgebildet werden und egal welches Ministerium oder welches Bundesamt, hier müsste eigentlich mehr getan werden, dass wir einfach mehr Security-Kompetente, also Menschen mit Security-Kompetenz haben, die dann auch diese Stellen ausfüllen können. Auf die Kompetenz kommen wir nachher nochmal. Ich habe dich am Samstag im Radio gehört, mein Hauptsender Radio 1, die Frau kenne ich. Da ging es um digitale Wahlen, das ist ein anderer Forschungsschwerpunkt von dir. Heute reden wir über Awareness. Ich habe mal nachgeguckt, Awareness bedeutet ja eigentlich Bewusstsein und in der Informatik ist es so, dass das Bewusstsein einer Anwendung eines Computers für die Eigenschaften in dieser Umgebung einzustehen oder die zu kennen. Kannst du vielleicht mal so in den zwei, drei Sätzen sagen, wie du Awareness betrachtest, wie ihr da forscht? Also es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen, das macht es auch so gefährlich, wenn man über Security Awareness redet, weil der eine meint, es geht in erster Linie darum, für Probleme zu sensibilisieren, für Angriffe zu sensibilisieren. Das heißt, wenn ich dann eine Maßnahme gemacht habe, dann weiß der, der die Maßnahme empfangen hat, okay, ich kann mich nicht im Internet einfach bewegen und es gibt kein Risiko für mich. Die nächste Stufe wäre dann, ich habe verstanden, wie ich mich schützen kann, was ein sicheres Verhalten ist. Dann reden viele auch noch von Security Awareness. Jetzt geht es also wirklich darum, dass ich verstehe, wie kann ich mich schützen, wen kann ich fragen, etc. Das ist aber noch erstmal wissensbasiert. Und das kennen wir alle aus der Schule. Das eine ist Sachen wissen und das andere ist es anzuwenden. Und das ist dann der nächste Schritt. Security Awareness kann so weit gehen, dass ich nicht nur verstanden habe, dass es Risiken gibt, dass ich auch einen Beitrag leisten muss und ich weiß, was der Beitrag ist, sondern ich tue es eigentlich, also ich tue es auch. Unser Ziel ist natürlich, die Endstufe zu erreichen in unserer Forschung. Realistisch gesehen muss man sagen, die letzte Stufe kann man sehr schlecht evaluieren, weil die kann man ja nur im Unternehmen, in der Organisation evaluieren. Das heißt, wenn wir darüber reden, evaluieren wir, ob wir erreichen, was wir uns vorgenommen haben, dann hören wir meistens beim Thema Wissen auf. Also haben wir es geschafft, dass die Leute verstehen, was sie tun müssten,
Und der nächste Schritt ist, wenn wir Kooperationen mit Firmen haben, dass wir schauen können, wird das auch im Unternehmen, in der Organisation umgesetzt. Das klingt wahnsinnig wissenschaftlich schon. Wo geht denn die Reise bei Awareness hin? Was ich meine, Forschen, ich würde sagen, da ist alles erledigt. Da wissen wir alles schon. Nee, ganz und gar nicht. Also es wird viel gemacht. Ich meine, wenn man bei Google eingibt, Security Awareness oder Security Trainings, gibt es massig Firmen. Ich vermute, ihr poppt auch selber auf. Und aber die Frage ist, wie effektiv sind die Maßnahmen, die man da findet? Und es gibt einfach wenig dazu, wie man die Effektivität überhaupt evaluiert. Das heißt, das ist die eine Forschungsfrage. Da gibt es aber inzwischen schon sehr viel Forschung zu. Und die etwas aktuellere Forschungsfrage ist, wann muss ich aufbrechen? Ich meine, der Klassiker ist, hey, jedes Jahr, alle 2 Jahre gleiches Training und die Mitarbeiter freuen sich, aber so bekommt man halt Mitarbeiter nicht an Bord. Was ich also machen muss, ich muss A, verstehen, was ist ein guter Zeitpunkt aufzufrischen, weil nur weil irgendein Standard sagt, einmal im Jahr, heißt es ja nicht, dass einmal im Jahr geeignet ist. Und das heißt, wir brauchen viele Langzeitstudien und die sind natürlich auch für uns aufwendig, weil wir dann quasi nicht einmal Daten erheben und das, was für uns so wichtig ist, ein Paper schreiben können, sondern weil wir eben Daten über mehrere Punkte hinweg erheben, um dann rauszufinden, okay, was ist ein Zeitpunkt, zu dem aufgefrischt werden soll und dann eben die nächste Frage, wie auffrischen, weil eben genau das gleiche Training in der Regel nicht erfolgsversprechend ist. Und das ist ein ganzes Forschungsgebiet, ja? Da ist man... Ja, ist es. Wenn wir jetzt den CISO damit ins Spiel nehmen, dann geht es ja darum, dass der CISO oder die Verantwortlichen, die irgendwie mit C anfangen, dass die ja in Haftungsprobleme kommen bei Security, bei etwaigen Richtlinien oder so, die sie nicht erfüllen, die sie nicht einhalten. Wie kann man den CISO bei so einer Kampagne mit ins Spiel nehmen, ins Spiel bringen? Also ich würde mal, sorry, Moment. Okay, dass der Frosch da ist, dachte ich mir schon, aber dass er so extrem jetzt ist, ist ein bisschen anstrengend. Sorry dafür. Genau, was ist die Aufgabe des CISOs? Was wir halt immer sagen ist, ich meine, das hängt vom Unternehmen ab, wer jetzt für Security Awareness zuständig ist oder wer sich dafür zuständig fühlt. Und was wir beobachten ist, dass zu schnell Security Awareness gemacht wird. Sprich, es wird irgendein Training eingekauft, irgendwelche Kampagnen, irgendwelche Poster. Aber die Frage ist einerseits, was ist das Ziel, was ich damit erreichen möchte? Und ist es überhaupt schon der richtige Zeitpunkt? Weil in vielen Stellen würden wir sagen, es gibt genug, was man erstmal tun kann, um die Sicherheit zu erhöhen. Und damit meine ich nicht technische, also rein technische Sachen, sondern um es den Nutzern möglichst einfach zu machen, sich sicher zu verhalten. Und das sollte man halt als allererstes irgendwie angucken und dann Security Awareness machen. Jetzt hast du ja irgendwie rechtliche Punkte angesprochen. Das ist wieder der Punkt, dass ja einige Unternehmen einfach die Vorschrift haben, Standards zu erfüllen. Und wenn sie Standards erfüllen müssen, müssen sie Security Awareness machen. Aber die Frage ist halt, wie kriege ich es halt effektiv hin und effizient hin? Weil aus meiner Sicht, ich meine, natürlich bin ich nicht derjenige, der die Verantwortung am Ende des Tages hat, also sprich die rechtliche. Aber jetzt irgendwie kommt der Standard und jetzt mache ich irgendein Security Awareness Training und dann habe ich eigentlich die Mitarbeiter vergrault, weil ich da irgendwie was mache, was denen wenig bringt, was die Zeit kostet. Und dann ist das Thema Security noch negativer belegt, als es sowieso schon belegt ist. Und deswegen würde ich immer raten, sehr, sehr vorsichtig zu sein, bevor man an die Mitarbeiter geht, weil man halt schnell auch was kaputt gemacht hat, was es dann gar nicht mehr so einfach zu reparieren gilt. Das heißt, so dieser Punkt, so von oben herab, mal so einen Prozess aufzusetzen, die... Ich meine, so dieses Thema, wie nimmt man die Mitarbeiter mit? Du hast es jetzt zweimal gesagt. Was sind so Empfehlungen für ein gutes Awareness-Training, die du da aussprechen könntest? Also der erste ist, wie gesagt, seine Hausaufgaben vorher machen. Ich bringe gerade mal ein Beispiel, vielleicht damit das ein bisschen klarer wird.
Die ganzen Security-Trainings sagen natürlich, ich brauche ein sicheres Passwort und ich brauche überall ein anderes Passwort. Wenn man jetzt in einem Unternehmen ist, wo man durchschnittlich 10 oder mehr Passwörter hat und ich biete keinen Passwortmanager an, dann kann ich mir diesen Teil der Security-Schulung sparen, weil wir wissen, Menschen können sich das nicht merken. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, wie kann ich den Mitarbeiter so unterstützen, dass er das, was im Security-Awareness kommt, auch umsetzen kann. Das Zweite ist, bevor ich Security Awareness mache, brauche ich irgendwie ein vernünftiges Frage-Meldesystem, weil in dem Moment, wo ich Leute Wissen gebe, sie bitte mitzumachen, aufmerksam zu sein, entstehen Fragen. Und dann müssen die Leute sich einfach irgendwo hinwenden können und dann einen freundlichen Support haben, der einfach versucht zu verhelfen, der sie motiviert, am Thema dran zu bleiben und einfach quasi das Gefühl gibt, dass es völlig okay ist, wenn man nachfragt. Darf ich einmal ganz kurz? Ich bin da sofort wieder bei dir, aber ich war vor vielen, vielen Jahren mal bei Fraunhofer. Forschungsanrichtung war einer der wenigen, die nicht mit IT so richtig zu tun hatten von Anfang an. Und das war ein Horror für mich, da in einer IT-Abteilung anzurufen und sagen, ey, ich habe da ein Problem. Also so dieses, man hatte schon fast Angst, als der Volldepp wieder dazustehen. Kennst du das oder ist es so ein Ja, kenne ich. Kriegen wir vielfach erzählt. Ist definitiv ein Problem. Deswegen, wo fängt Security Awareness an? Meiner Meinung nach ist das einer der Schritte, die ich vorher machen muss, dass ich die Awareness bei diesen Mitarbeitern schaffe, dass die umdenken und quasi verstehen, dass es ihre Aufgabe auch ist, Leute zu motivieren, anzurufen. Natürlich müssen dann die Ressourcen entsprechend da sein. Also wenn dann nur noch das Telefon rappelt und ich nichts anderes mehr gemacht bekomme, aber eigentlich was anderes machen müsste, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Aber genau wie du gerade gesagt hast, die Leute dürfen keine Angst haben, weil der andere ihnen dann irgendwie das Gefühl gibt, oh, du schon wieder und ist doch völlig klar, dass das eine Phishing-E-Mail ist und hast es immer noch nicht gelernt, also irgendwie so. Und klar, das klingt jetzt vielleicht für die Zuhörer so, als ob das völlig an den Haaren herbeigezogen würde, aber selbst ich habe die Erfahrung gemacht, klingt so, Dirk, als ob du die Erfahrung gemacht hast. Das heißt, es ist nicht so weit hergeholt, dass man da durchaus auch bei Menschen landen kann, die da nicht entsprechend für sensibilisiert sind. Mhm. Darf ich meinen dritten Punkt noch loswerden? Na klar. Genau, weil der dritte Punkt ist das, was wir auch in der Forschung machen. Unser kompletter Forschungsansatz heißt human-centered. Das heißt, von Anfang an sind die, die nachher entweder das Security-Tool oder die Security-Awareness-Maßnahme nutzen sollen, mit dabei. Natürlich nicht die ganze Organisation, aber Vertreter aus den entsprechenden Abteilungen sind dabei, weil dann eben viel eher sichergestellt werden kann, dass das, was da rauskommt, auch dafür für den Adressatenkreis geeignet ist. Jetzt ist eines deiner Lieblingsthemen so die simulierte Phishing-Attacke. Kannst du mal so ein bisschen sagen, wie man die Leute motivieren kann, wie man Motivation schaffen kann, auf dieses Awareness-Training adäquat zu antworten, also wirklich mitzumachen? Meistens ist es ja wirklich so, du kriegst es irgendwie um 18 Uhr oder morgens um 8 und dann sollst du was machen. Wie kann sowas aussehen? Eine bessere Motivation dafür? Also man braucht verschiedene Sachen. Das eine ist halt, dass es vom Management ausgehen muss. Also irgendwie, wenn ich als Mitarbeiter ganz unten der Erste bin, der das machen muss, ist irgendwie immer blöd. Wenn ich aber irgendwie über Kanäle schon gehört habe, dass das Management bereits die Schulung erfolgreich durchlaufen hat, dann bin ich schon mal irgendwie anders an Bord. Das nächste ist, ich muss die Zeit dazu kriegen. Also nicht so eine E-Mail, die sagt, ja, bitte machen, sondern irgendwie der direkte Vorgesetzte, der irgendwie das klar kommuniziert, das Training ist für eine Stunde, für eine halbe Stunde, was weiß ich, angesetzt. Und jeder hat die Zeit. Und das ist auch wichtig, je nachdem, wie man Zeiten aufschreibt, klar kommunizieren, dass man sich die Zeit nehmen soll. Und das Letzte ist der Inhalt. Die Leute müssen halt was mitnehmen, weil wenn ich meine, die meisten haben halt schon Security-Trainings gemacht, das heißt, die sind biased. Und wenn die dann irgendwie denken, jetzt erzählt mir wieder jemand, ja, ich soll nicht auf jeden Link klicken und ja, ich soll überall andere Passwörter nehmen, das weiß ich ja eigentlich, aber was heißt denn nicht auf jeden Link klicken? Oder was soll ich denn machen, wenn ich mir unsicher bin? Oder warum habe ich immer noch keinen Passwortmanager? Also wenn die quasi
genervt da schon rangehen und rausgehen, dann machen die auch nicht mit. Und das ist halt das, was ich eben gesagt habe. Deswegen ist es so wichtig, dass das Security Awareness erst dann an die Mitarbeitenden ausgerollt wird, wenn alles andere schon erledigt ist, dass ein Passwortmanager da ist, dass so ein Support da ist, etc. Weil all das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich Mitarbeiter an Bord kriege. Also nicht nur husch, husch nebenbei, sondern wirklich in einem langatmigen Prozess. Glaubst du, dass man durch Awareness-Training auch Prozesse im Unternehmen nochmal komplett neu aufsetzen kann? Das gibt so ganz ich befürchte, viele. Muss. Also ich befürchte, okay. Muss. Also das, bitte? Es geht nicht anders. Genau, also ich meine, das sind ja auch irgendwie x Beispiele, die man braucht. Keine Ahnung, man kann sich überlegen, dass man Single Sign-On irgendwie nutzt. Also das sind jetzt eher technische Prozesse, aber dass man irgendwie auch vernünftige Regelungen braucht für Urlaubsvertretungen, dass nicht die Kollegin irgendwie mir das Passwort gibt, weil ich sonst in ihrem Urlaub gar nichts machen kann, weil es keinen anderen Mechanismus gibt. Also ja, weil im Rahmen dieses, was muss eigentlich technisch erstmal angeboten werden, welche Prozesse müssen geändert werden. Entschuldigung, also im Vorfeld von Security Awareness muss ich auch Prozesse anfassen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, weil das den meisten gar nicht so bewusst ist. So Awareness-Training läuft meistens so nebenbei, und aber gerade das mit den Prozessen ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, der, glaube ich, auch mehr Kommunikation eigentlich bräuchte. Also gerade dieses Beispiel mit der Urlaubsvertretung, das ist, glaube ich, wenigen bewusst, dass man da natürlich, also im Grunde kann man sagen, fasst man durch dieses Awareness-Training auch diese ganz alten Prozesse, wahrscheinlich sogar Policies an, und hat da wirklich spannende Ansätze. Also vielleicht dazu, ich habe noch nicht so viel CISOs, aber vielleicht können die Zuhörer mich eines Besseren belehren, getroffen, wenn man die fragt, wo liegen denn alle Security Policies, die relevant sind, und wie erfahren Mitarbeiter davon, die dann meistens so ein bisschen die Schultern zocken und dann, ja, okay, da gibt es was und da gab es mal ein Rundschreiben, aber dass es schon damit anfängt, dass gar nicht klar ist, was für Vorgaben gibt es eigentlich. Und im zweiten Schritt, wenn man sie gefunden hat, stellt man schnell fest, dass sie eigentlich schon veraltet sind oder teilweise sogar inkonsistent sind. Und deswegen auch der Teil unbedingt anschauen, unbedingt konsistent hinbekommen und dann an einer Stelle für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Du hast eben das Thema Sprache bei dem genervten Admin schon mal angesprochen. Jetzt hast du eben so die Kinder auch so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, Sprache ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich muss an der Stelle einmal einen ganz kleinen Einschub machen. Wir haben echt tolle Resonanz bekommen auf die letzte Folge. Ich habe eine ganz, ganz große Kritik bekommen, das war meine Mutter, die gesagt hatte, natürlich weiß ich, was ein Hashtag ist, weil ich hatte meine Mutter als Beispiel genommen. Aber ich glaube, Sprache ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich bin älteren Semesters, wir haben viele junge Mitarbeiter. Ich glaube, das muss man irgendwie zusammenbekommen, dass man da eine gemeinsame Sprache findet oder vielleicht sogar eine generationsbezogene Frage, Sprache auch dann findet. Ist das ein Thema bei euch, oder? Ja, also jetzt nicht unbedingt Generationen, aber wissensbasiert, weil ohne deiner Mutter jetzt zu nahe zu treten, wenn ich dir beim Phishing erkläre, dass sie auf die Domain von der URL achten muss, dann ist sie vielleicht ein bisschen überfordert. Sorry an der Stelle, falls nicht. Aber für jemand, der vielleicht nicht Security macht, aber irgendwie mit Informatik zu tun hat, der kann vielleicht mit den Begriffen was anfangen. Und so muss man eben schauen, wo holt man die Leute ab. Was anderes, was man auch bei dem Abholen beachten muss, ist neben der Sprache, sind die sogenannten Misskonzepte. Weil, also die werden auch bei den heutigen Security Awareness Trainings häufig, ich sag mal, nicht ernst genug genommen. Also wir haben einfach mal systematisch geschaut, welche Misskonzepte gibt es. Beispielsweise glauben Leute, eine Webadresse, die mit HTTPS beginnt, ist einfach sicher, weil das S steht für sicher. Und das ist natürlich bei Phishing gefährlich, weil wer die Phishing-Entwicklung verfolgt, stellt fest, die Phisher nutzen HTTPS. Das heißt, wenn jemand das Misskonzept hat, ja, ich weiß zwar, ich muss mir die Webadresse angucken, aber das S ist das Wichtige, dann ist es irgendwie schlecht. Und das sind so Sachen, die man eben auch berücksichtigen muss, weil die sind bei Laien viel verbreiteter, weil die
eben nicht so das strukturierte Herangehens an die Überlegungen haben, worauf muss ich achten, wie jetzt jemand wie ich, der Informatik studiert hat. Und das muss man halt auch verstehen, damit man das auch berücksichtigen kann und die Leute da abholen kann, wo sie sind, weil sonst denken die ja sogar, ja, ich weiß schon, ich muss die URL angucken, die Webadresse angucken, aber sie gucken halt auf was Falsches. Ich bin früher im Verkehrskindergarten gewesen, fand es immer großartig, Legoland und so weiter auch, aber eigentlich ist doch sowas, so eine Erziehung für sowas Wichtiges wie Internet, wie E-Mail-Verkehr, wäre das nicht irgendwas, wo man sagt, Mensch, warum gibt es nicht so eine Art Verkehrskindergarten fürs Internet? Ich glaube, es wird lange schon diskutiert. Ich hoffe, es kommt irgendwann. Ich bin nicht sicher, ob es genauso konkret funktioniert, wie das mit dem Führerschein fürs Fahrrad funktioniert. Aber was wir halt immer feststellen, ist, dass wir halt auf sehr wenig Vorwissen aufbauen. Und damit meine ich weniger, weiß jemand jetzt, was eine Domain ist oder muss ich ihm das noch einmal erklären, sondern also denen fehlt irgendwie so ein Risikoverständnis. Also dieses, das ist das Internet und nur weil da jetzt eine GMX-E-Mail kommt mit Dirk Arendt, heißt das nicht, dass das jetzt Dirk Arendt ist. Also so, ja. So ein paar Grundregeln, auf die ich eingehen sollte mit den Kindern, damit die eben einfach so eine Basis haben, also so ein kritisches Denken auch im Internet lernen, damit sie da eben einfach verstehen, dass sie Sachen hinterfragen und was das dann genau ist, wird sich eh über die Zeit weiterentwickeln, weil die Angriffe ändern sich, die Tools, die wir nutzen, ändern sich. Das heißt, das muss man dann quasi immer aktuell halten. Aber dieses kritische Denken im Internet ist das, was aus meiner Sicht fehlt. Und ich habe gerade gesehen, da sind schon Sachen gepostet worden, aber die gehen halt immer, zumindest die ich kenne, eher darauf ein, was kann ich konkret machen. Aber ich würde dafür plädieren, dass man so ein allgemeines kritisches Denken im Internet den Kindern beibringt, damit sie quasi gewappnet sind. Okay, ich habe jetzt eine Situation, jetzt weiß ich, dass ich mich irgendwie informieren muss, weil das hier scheint mir ein bisschen komisch zu sein. Aber was dann die Information ist, das suche ich mir dann halt in der konkreten Situation raus. Digitale Mündigkeit, ne? Also ein ganz schönes Stichwort, ganz breit, aber eigentlich geht es genau darum. Aber ich glaube, das Thema oder die Problematik fängt ja schon in der Schule an. Meistens heißen diese Räume noch Computerkabinett, so hat so was Staubiges an sich. Und dann steht da vorne irgendwie ein Lehrer und verteilt dann alles gleiche Passwort. Ich meine, wie soll so eine Awareness, wie soll sowas entstehen, wenn die Kinder von Anfang an auf so ein Passwort vielleicht auch falsch getrimmt werden oder nicht ganz richtig getrimmt werden? Ja. Das ist definitiv ein großes Problem, hatten wir uns letztes Jahr auch mal mit beschäftigt, weil gerade in der Grundschule, da lernen die Kinder ja überhaupt erst mal schreiben. Sie lernen auch nicht direkt mit der Tastatur umzugehen. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich ein sicheres Passwort darstelle, dann muss ich irgendwie wissen, wie ich auf einen Großbuchstaben komme. Ich muss wissen, wie ich zu den Sonderzeichen komme. Das können Kinder irgendwie in dem Alter, also in der Grundschule noch nicht. Das heißt, neben der Lehrer kennt alle Passwörter, damit im Zweifel er die Kinder einloggen kann, damit überhaupt was passiert, haben wir festgestellt, dass es halt einfach aus Praktikabilitätsgründen sehr unsichere Passwörter sind, weil die Kinder sonst die halbe Stunde damit verbracht hätten, das Passwort einzugeben. Jetzt kann man sagen, natürlich irgendwie der Wert, der da zu schützen ist, ist vielleicht gar nicht so groß. Deswegen mag das Passwort erstmal ausreichen. Aber genau wie du gesagt hast, die Message, die wir den Kindern damit mitgeben, ist halt ein riesengroßes Problem, weil wenn ich irgendwie 3 Jahre, wenn die in der zweiten Klasse anfangen, irgendwie indirekt gesagt bekomme, dass das ein Passwort ist und dass es okay ist, dass irgendwie andere die sehen und dann mache ich das in der 5. oder 6. auch noch und dann muss ich irgendwann richtig hart arbeiten, weil jetzt muss ich in der 7. erklären, ja, das, was du jetzt die ganze Zeit gemacht hast, ist nicht so gut. Und das ist halt, ja. Es wäre halt viel, viel besser, wenn man das irgendwie von Anfang an richtig machen würde. Und der Punkt ist, richtig machen geht halt bei Kindern nicht, weil die eben die Probleme mit der Tastatur haben. Deswegen war unser Vorschlag, da einfach mit grafischen Passwörtern zu arbeiten. Das haben wir einfach mal in einer Klasse ausprobiert. Das macht den Kindern auch viel mehr Spaß, weil da klickt man auf Bilder, irgendwelche Comics, die sie kennen. Das ist für die viel mehr Spaß und damit verbinden sie vielleicht auch eher was Positiveres, wie wenn sie jetzt auf der Tastatur irgendwie Buchstaben suchen müssen.
Und wenn jetzt Kritik aufkommt, dass wir vom CISO wegkommen oder so, ich glaube, das sind alles Beispiele, die man auf alle Altersgruppen übertragen kann. Und wenn wir da nicht von Anfang an anfangen, dann wird es schwierig. Vielleicht noch mal so ein bisschen so die Frage an die Forschung, wo geht denn die Reise hin? Ich meine, du hast auch, glaube ich, mehrere Jahre in Schweden gelehrt. Kann man da vielleicht Sachen mit übertragen auf das, wo die Reise hingeht und auf unser deutsches Verständnis für Vertrauen und Sicherheit? Ja, es war sehr interessant, weil Schweden ist sicherlich ein Land, was ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Vertrauen hat. Also da wird nicht hinterfragt, was irgendwie die Regierung oder irgendjemand einem an Diensten anbietet, sondern man hat einfach per se erstmal Vertrauen in all das. Das Thema Privacy ist irgendwie auch nicht so das Thema wie in Deutschland, weil so, ja, aber was soll der denn? Also klar, die Aussage hören wir in Deutschland auch so, ja, was habe ich schon zu verbergen etc. Aber in Schweden ist es schon irgendwie anders. Sprich, adäquate Security-Maßnahmen sind in Schweden tatsächlich schwerer an den Mann, an die Frau zu bekommen. Allerdings ist man mit Digitalisierung halt weiter, weil man eben Vertrauen hat. Das heißt, wenn du jetzt fragst, was können wir lernen, was können wir übernehmen, ist schwer zu sagen, weil einerseits haben wir so ein bisschen, dass wir uns selber bremsen bei der Digitalisierung, weil wir eben nicht so viel Vertrauen haben. Andererseits ist es vielleicht auch gut, dass wir eher Sachen hinterfragen und uns überlegen, können wir das absichern und macht das überhaupt Sinn, das jetzt irgendwie zu digitalisieren? Genau. Also von daher schwer zu sagen, es hat Vor- und Nachteile, wie die Menschen in Schweden zum Thema Digitalisierung stehen. Wir kommen schon jetzt fast zum Ende. Wir haben nur noch 2 Minuten. Der Espresso ist auch schon kalt. Hast du, wenn wir das ganze Thema nochmal so zusammenfassen, ich weiß mittlerweile, wir brauchen so eine Art Seepferdchenabzeichen für Awareness, für Security-Training in allen Altersgruppen. Welche Hausaufgaben würdest du so einem CISO mit auf den Weg geben, damit er den Prozess ordentlich hinbekommt und vielleicht dann auch aus der Haftung raus ist? Das mit der Haftung ist schwierig, weil ich befürchte, das geben halt Standards vor. Also ich glaube, man muss halt einfach erstmal unterscheiden, möchte ich jetzt quasi einfach nur eine Tickbox anticken, weil der Standard sagt, ich mache jetzt Security Awareness. Ich würde immer davon abraten, weil einfach irgendein Training zu machen, macht im Zweifel viel mehr Schaden, als es irgendjemandem hilft. Und deswegen, ich glaube, Karin hat das eben schon gepostet. Wir haben einfach mal versucht aufzuschreiben, was man eigentlich alles gemacht haben sollte, bevor man in die Security Awareness, also die eigentliche Security Awareness, an die wahrscheinlich jeder denkt, wenn er das Wort hört, mit den Mitarbeitern einsteigt. Und das kann ich nur jedem raten, weil nur dann kann die Security Awareness effektiv sein. Das andere ist halt ein Haken setzen. Dann bin ich vielleicht sogar aus der Haftung raus. Aber ob ich jetzt wirklich das Security Level erhöht habe, weiß ich nicht. Und deswegen würde ich das auch immer mit der Leitungsebene absprechen, was jetzt hier eigentlich gewünscht ist und idealerweise natürlich dafür werben, dass gewünscht ist, es richtig zu machen und dann entsprechend sich die Zeit und die Ressourcen dafür zu nehmen. Super. Ich glaube, dass wir hier gerade eine Punktlandung hinbekommen haben. Der Espresso ist kalt, aber ich fand es wahnsinnig spannend, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass der ein oder andere auch ein bisschen was mitnehmen konnte, um im Unternehmen dieses von keinem so richtig geliebt, und ich finde es beeindruckend, dass du ein Forschungsthema draus machst, weil das ist ja irgendwie immer so ein Thema, da redet eigentlich niemand gerne drüber, dass es vielleicht einen anderen Stellenwert auch im Unternehmen bekommt. An der Stelle vielen, vielen Dank nochmal, dass du so früh zur Verfügung standest und allen einen schönen und erfolgreichen Tag. Tschüss. Danke dir. Bis dann.